40 Jahre Sommerferienzeit, jede Menge Kreativität, Liebe und Leidenschaft zur Musik hat Lore Schrettner mit Begeisterung investiert. Herausgekommen sind dabei die beliebten internationalen Musikwochen. Mit einem Jubiläumsfestkonzert wird am Samstag, dem 31. Juli um 20 Uhr in der Arena zwischen der Fachschule und Volksschule Großlobming die 40. internationale Musikwoche feierlich eröffnet. Beim Eröffnungskonzert werden Kammermusik und Orchestermusik von Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Antonín Dvořák und anderen von der Louis-Spohr-Sinfonietta und deren verschiedenen Kammermusikformationen, vom Duo bis hin zum Quintett, gespielt. Mit dabei auch der kleine Ausnahmeblockflötist Alexander Umundum. Bei der populären Sommerserenade am Montag, dem 2. August um 20 Uhr im Schlosshof des Geschlössels Murtal in Großlobming, widmet sich die verstärkte Louis-Spohr-Sinfonietta unter der Leitung von Lore Schrettner heiteren sowie berührenden Melodien aus Klassik, Operette, Jazz und anderen, die die Herzen der Konzertgäste höher schlagen lassen werden. Zum Abschluss der 40. internationalen Musikwoche findet in der Pfarrkirche St. Marien am Mittwoch, dem 4. August um 20 Uhr ein festliches Kirchenkonzert statt. Hier treten die Mitglieder der Louis-Spohr-Sinfonietta auch solistisch in Erscheinung. Beendet wird dieses denkwürdige Jahr 2021 mit Wolfgang Amadeus Mozarts Sinfonie Nummer 21, mit himmelsstürmender Leidenschaft, Freude und Dankbarkeit für 40 Jahre musikalischer Gemeinschaft, Treue und Erfolg.